Tja, was ich persönlich auch nicht gut fand, war, dass teilweise wurde es doch mit dem CGI ein bisschen übertrieben. Was heißt ein bisschen sogar? Ich finde einfach, dass einige Szenen, wenn das Ding zum Beispiel verbrennt, einfach ein bisschen zu sehr ausgedehnt waren und einfach ein bisschen zu sehr auf den Ekelfaktor getrimmt waren. Und es ist zum Teil auch extrem lächerlich aussah. Also das Original hat Effekte, die heute, also nach heutigen Maßstäben ein bisschen, ja, die immer noch gut aussehen, aber die man auch als Effekte identifizieren kann. Aber sie passen in den Film hinein. Hier finde ich, wirkt es wie ein Fremdkörper und teilweise einfach auch ein bisschen selbstzweckhaft, nur um uns ein bisschen einfach Angst zu machen. Ja, ist richtig, aber ich würde sagen, gerade wenn es gebrannt hat, sah das noch am besten aus. Ja, das. Die Transformationen ansonsten teilweise sahen sehr künstlich aus. Ja. Und was ich auch finde, ist, dass, was ich auch noch sehr. Was ich damit allerdings meinte, ist, dass wenn es gebrannt hat, ich finde, es wurde zu lange gezeigt einfach. Also, so lange muss ich das nicht sehen. Ich meine, ich kann das Nee, sehen. würde ich nicht sagen, es war die Ja? richtige Länge, würde ich schon Ja, sagen. gut, also für mich persönlich war es ein bisschen zu lang, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ich habe so gedacht, so, okay, ich sehe, das Ding brennt, das Ding stirbt gerade, okay, können wir weitermachen. Also, das war so meine Reaktion halt darauf. Also im Grunde haben teilweise die Dinger auch zu kurz verbrannt, würde ich fast sagen. Die sind Ja. dann wieder an die Leichen rangegangen, da wäre ich mir noch nicht so sicher gewesen, ob das wirklich tot Okay, gut. ist. Ja. Ja, einige sahen auch nur sehr frisch aus dann. Naja, und einiges, also eine CGI-Kreatur ist richtig, ja, richtig lächerlich. Das sind zwei zusammengewachsene Köpfe irgendwie, die permanent am Schreien sind eigentlich. Also zumindest so aussehen, als ob sie permanent am Schreien wären. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was das soll. Also, naja, das ist nicht so. Also, Kernpunkt, die Kernspannung kommt einfach daraus, dass man nicht weiß, wer ist das Ding. Und das ist zumindest in einer Szene sehr gut umgesetzt worden. So, Punkt. Das ist meine Meinung. Ist nicht Ich im finde. ganzen Film gut umgesetzt. Auch als die beiden amerikanischen Piloten da Ja, ausbrechen, doch, was stimmt, ich genau. an sich für die Handlung recht dumm fand, weil dadurch ist das Ganze jetzt eskaliert, dadurch, dass die ausgebrochen Ja, sind und ja. dann mit Waffen das andere Team bedroht haben. Ja. Andererseits finde ich es auch verständlich, weil es könnte genauso gut sein, dass die anderen das Ding sind und die dann in ihrem. Die beiden Amerikaner wurden weggesperrt. Hätte ja genauso gut sein können, dass die Hauptprotagonisten, die meiste Zeit gezeigt wurden, wenn die offscreen ausgebrochen sind, hätten die anderen ja die Bösen sein können. Von daher macht Ja. das Ausbrechen schon Sinn, aber dadurch ist es erst eskaliert, weil die danach mit Waffen das Forscherteam bedroht haben, Lars entführt haben Ja, Lars. Willkommen noch auf ihn. und den anderen Forschertypen erschossen haben. Das ist übrigens auch ein Punkt. Der Typ heißt jetzt anderer Forschertyp, weil es waren einfach nur norwegische Forscher. Wir konnten eigentlich keinen identifizieren. Außer Lars und Peter vielleicht noch. Also. Peter, im Grunde nur, weil er, ich wüsste jetzt auch nicht mehr sicher, wer das Er war war. der andere Typ mit dem Flammenwerfer, glaube Gut, ich. ja, ich bin Also. mir nicht sicher. Und das gab noch eine Frau in dem Forscherteam, die war dadurch zu erkennen, dass es eine Frau ist. Ansonsten waren das nur Norweger Ja, mit Bärten. genau. Und was du allerdings gerade gesagt hattest, dass die amerikanischen Piloten, dass die ausbrechen und das zeigt, finde ich, nochmal einen anderen guten Punkt. Der Kern der Story ausmacht. Ein anderer guter Punkt, der den Kern der Story ausmacht. Oh, jetzt habe ich's. Und zwar ist das dass der meiste Schaden eigentlich durch das Misstrauen der Menschen untereinander angerichtet wird, Ja. anstatt dass sie zusammenarbeiten, um herauszufinden, wer das Ding ist und was das Ding ist und wo es ist und es gemeinsam jagen. Wird in dieser unglaublich schwierigen Situationen, die sie durchleben, einfach durch das Misstrauen untereinander mehr Schaden angerichtet, als sie gemeinsam ausrichten könnten an dem Ding selber. Und vielleicht hätten ja mehr Leute überlebt. Aber gut. Ja, gut, dass du mich nochmal auf den Punkt gebracht hast. Ja, Ja. ich fand das auch eine wichtige Szene und auch eine gute Ja, Szene. wirklich. Die hatte ich vergessen. Dann würden noch bleiben die paar Jumpscares, die es gibt.
Da gibt es zwei, so. Was eigentlich eine, zwei oder drei vielleicht? Ich glaube drei, weiß ich nicht. Ich kann mich eigentlich nur an den ersten erinnern. Ja. Der gut war. Ja. Ich weiß nicht, was der zweite war. Ich habe ihn erwartet, ich habe mich nicht erschreckt, aber der Typ auf dem Sitz vor mir hat mich erschreckt und mein Fuß war an diesem Sitz angelehnt. Ich habe mich erschreckt, weil mein Fuß auf einmal zurückgedrückt wurde. Ja. Gut, also zwei oder drei, die. Ja, okay. Das war ein verträgliches Maß, also genau. Das kann man mitleben. Ist kein Film, der sich nur drauf verlegt, weil wie gesagt, die Hauptspannung kommt woanders her. Und dann bleibt uns nur noch das ultimative norwegische Kämpfer-Genie. Nee, ich würde noch was anderes sagen. Okay, gut. Es war ein Storypunkt, dass sie die Flucht aus der Anlage verhindern wollten. Ja. Dazu haben sie alle ihre Fahrzeuge fahruntüchtig gemacht. Ja. Das war eine recht sinnfreie Szene, weil am Ende sind sie mit zwei dieser Fahrzeuge, die sie ganz schnell wieder in Gang gebracht haben, trotzdem weggefahren. Eben kurz schießen und weiter geht's. Und ein paar Kabel zusammenstecken. Das war völlig sinnfreie Story. Ja. Die hat nur dazu geführt, dass Lars, der Protagonist, den Handgranaten gezeigt hat. Ja, genau. Und dann fand ich eigentlich das ganze Segment im Alienschiff überflüssig. Hatte ich das schon erwähnt, das Alienschiff? Nein, du hast es kurz angeschnitten. Ja. Und vor allem, das Alien ist zu diesem Schiff geflohen und ist dann versucht, das zu starten. Und wollte damit vermutlich flüchten oder woanders hin. Am Ende des Films rennt dann der Hund weg, der das Original einleitet, beziehungsweise das erste Remake. Aber er rennt in eine völlig andere Richtung. Es wäre eigentlich viel sinnvoller, wenn der auch zum Raumschiff rennen würde. Obwohl es zum Teil zerstört wäre, aber mit dem Wissen, denke ich, dass das Ding hat, könnte es leicht repariert werden eigentlich. Ich meine, gut, vielleicht ist aber auch wirklich der Core-Werk. Also ich weiß nicht, das ganze Raumschiff allein ist... Bis auf diese eine komische Säule, die da stand, diese Lichtsäule dann da, wo diese ganzen Voxel rumgeschwirrt sind, diese dreidimensionalen Pixel und sowas, ist eigentlich, das habe ich so gut wie vergessen eigentlich, so dass das Aussehen wieder. Das war sehr an Alien orientiert, das war relativ organisch, obwohl es komische Lüfterplatten hat, die auf einmal aufgegangen sind. Und ja. Wie so Lamellenfensterläden. Genau, um nochmal so eine Heldenlaufen vor etwas Wegszene zu drehen. Ich fand das Raumschiff auch völlig überdimensioniert. Ja. Und das hat der Film nicht gebraucht. Wirklich nicht. Also es bringt eher noch ein bisschen mehr Unglaubwürdigkeit rein. Das Original hat das Raumschiff nicht gebraucht. Nee, im Original hat einer der Protagonisten aus dem Material, was in der Forschungsstation da war, ja ein Raumschiff zusammengebaut. Von daher hätte es ein leichtes sein müssen, das Originalraumschiff zu reparieren, wenn es in der Lage ist, aus Schrott ein Raumschiff zusammenzubauen. Eben. Ja, und jetzt können wir zu Lars kommen. Ja, es sah einfach zu anderswertig aus. Ja, wir kommen jetzt zu Lars. Lars war eigentlich der tollste Norweger von allen. Er wurde so eingeführt als Außenseiter, der sich mit Hunden, mit seinem Hund um seinen Hund kümmert und der nur Norwegisch spricht und kein Englisch, kein Amerikanisch, würde ich schon sagen. Do you speak American? No, only English. Why doesn't the English speak American? Nein. Und das, Er hat einen heimlichen Bunker von Granaten angesammelt. Eine heimliche Kiste Granaten. Ich glaube nicht, dass er sie heimlich angesammelt hat. Er hat die nur der Heldin gezeigt. Ja. Die werden genutzt, um Eis aufzusprengen. Ja, ohne sich richtig verständigen zu können. Also ja. Er hat auch nur Norwegisch geredet und sie konnte es nicht ganz verstehen. Aber er hatte sie trotzdem gezeigt, weil er wusste, sie ist auf der richtigen Seite. Und er weiß, dass sie die Person ist, an die er sich wenden muss. Dann. Ja.